warum sollte ich mich eingehend mit erbrechtlichen Themen beschäftigen? Das erbrechtliche Thema, wenn wir mit erbrechtlichen Themen uns auseinandersetzen wollen, würde es bedeuten, dass ich als Übergebender letztendlich innerhalb meiner Lebenszeit etwas mit warmen Händen, wie man so schön sagt, an die nachfolgende Generation innerhalb der Familie übergebe. So, in aller Regel machen wir das über eine Schenkung oder wir machen ein vorgezogenes Erbe. Und die Gefahr liegt ganz einfach darin, dass wenn ich innerhalb einer bestimmten Frist, und da reden wir von 10 Jahren, von diesem Leben letztendlich mich verabschiede, dass das alles, was wir uns gut gedacht und geglaubt haben, wieder rückabgewickelt wird, weil Schenkungen dann quasi wieder aufgehoben werden, und zwar rein steuerrechtlich schon einmal, und einer Erbmasse wieder zugeschlagen werden und plötzlich Pflichtanteile hier ins Rennen reinkommen und plötzlich Steuerlasten auftreten können, weil wir über die Freibeträge hinausgehen, die bei 400.000 Euro liegen. Und dort entsteht eine riesige Falle, dass derjenige, der das letztendlich bekommen hat und als Unternehmen unterwegs war, plötzlich sich einer Steuerlast gegenüber sieht, die Unternehmen unter Umständen die Existenz bedrohen kann des Unternehmens. Und das gilt es von vornherein gut zu bedenken und auszuschließen.